Ich glaube, das war bis jetzt die schlimmste Session, die wir hatten hier. Jetzt nehme ich mir mal bei der Brust. Also jetzt werde ich das mal machen. Jetzt wär, wollen wir das mal wieder machen? Mach ich mal. Dann rufe ich doch glatt mal durch. Gehst du mir mal an jetzt Apparat, bitte. Ecke. Ecke auch, Mensch, mein Lieber. Ich grüße dir, was machst du denn? Wie viel Zeit hast du? Du, ich bin, ich sag mal so, ich bin gerade offen, wa? Ich hab mir hier gerade eine so eine Energiebrause hier gezündet und jetzt bin ich erstmal am Start. Ich heute früher von der Arbeit gegangen, weißt du. Rufst du von den Telefon zu laden? Ich bin aber mit meinen zweiten drinne. Also abgehört werden wir nicht. Alles klar, Leitung ist offen. Leitung ist offen. Du, pass auf, ich bin im Waschsalon. Nee, was machst du denn da? Mach's mir relativ nachvollziehbarerweise, was ich mache. Ich sage, ich bin im Waschsalon. Du fragst mich warum. Na, du wäschst wahrscheinlich. Ja, ich wasche was, aber warum wasche ich hier? Na, weil die Alte wieder, ist der Hausdrache wieder aktiv geworden oder was? Was, du, die macht ja sowieso, was sie will. Wenn es da der geht, wäre ich hier jeden Tag im Waschsalon, würde sie auch pennen, wisst ihr, ich meine? Ja, verstehe ich, ja. Das ist es nicht. Ich kann es dir sagen. Was ist es? Ich wohne ja ein bisschen in eine gefährlichere Ecke, wisst ihr, ich meine? Ja. Gehen ja manchmal ein paar Sachen ab. So, Icke, heute nach Hause, haben sie mir alle leer geräumt. Die ganze Bude? Haben mir die ganze Bude leer geräumt. Alles weg. Das glaube ich nicht. Die haben mir die Waschmaschine aus der Wand gerissen. Die haben sie dir mitgenommen? Ja, nicht mehr da. Alles weg. Nicht mehr das da. Ist alles die weg? Die haben mit mir eine Schmutzwäsche gewühlt, haben mir noch die schöne G-Shock haben sie mir geklaut vom Nachttisch. Nee. Ich hatte das in der D-Max-Serie gesehen. Weißt du, kennst du diese Military G-Shocks? Ich finde das richtig schaurig. Heike gekickt, ja. Ich hatte ein paar Folgen Eisro-Truckers gekickt und Kampfstein Alaska, weißt du, ich finde das ja super. Das sind einfach mal Typen, die richtig anpacken, wisst ihr nicht, so verbeißig der Gender-Fuzzi, wie das ja, ja. Läuft. Das muss aufhören. Also das, wenn ich noch eh mal innen höre, dann schieße ich mir ein Bein. Ja, ich sage mal innen so wie außen, wa? Ja. Das ist mein Bein. Das ist das, wo sie von mir aus bleiben können, außen. Ja, so. Lass es mal wehst. Du kannst nach draußen. So ist das. Ich bleib drinnen, ich komme ja auch hierher und du musst leider nicht innen sagen, sondern nach außen einmal. Ja, jawohl. Ja. So, pass auf, ich habe auch eine Vermutung, wer das nämlich war mit die Waschmaschine. Wer das ausgeräumt hat? Das werden irgendwelche Muschkoten sein, die sich hier rumtreiben. Meinst du? Ich sehe das ja. Ich sehe das, ich laufe ja die Straßen lang, ich weiß ja, wer hier unterwegs ist. Das sind irgendwelche Muschkoten, die hier breit gemacht haben. Bei mir im Feuerarten haben sie gewartet, bis ich auf Arbeit bin, im Zementwerk. Dann haben die dir ausgekickt schon seit ein paar Wochen, wa? Die haben das hier richtig ausgespäht. Das ist ja fast schon, das ist ja eine Musterung, ist das ja fast schon. Du, das sind richtig organisierte Leute. Du, die nehmen sie, das habe ich auch gemerkt, die bei mir hier, ne, in der Straße, die nehmen sie ja raus, das hast du ja auch nie gehört. Icke, letztens wollten wir so ein Taco da fressen, wisse? So, sag mal, was für ihn? Ne, so ein Halligalli-Taco oder so ein Türken. Ja, hier, ne? Ja. Und, so ein Fleisch, so ein Fleischtäschchen da, ne? Ja, ja, die, das weißt du, wie ist ja so ein Alu-Dreieck, wa? Naja. Genau. Und ich konnte nicht passend zahlen, ich natürlich mit Karte, machen die ja alle nicht mehr, die wollen ja alle da das Schwattgeld haben, wa? Das nimmt's ja nicht mehr viel, so wie die aussehen. Aber, dann hat er mir an den Kopf geworfen, das konnte ich bis jetzt noch nicht ganz entziffern. Also, sag mal, ja. Der hat mir genannt, irgendwas mit, also, ich habe ja diese türkische Akdimel, das heißt ja irgendwie auf Türkisch Ayran oder was? Und der meinte zu mir, Ayran, das ist ein Kumpel von mir, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Ach, ist das so? Ja. Na gut, ich sag immer, gib mir so ein Kräuter-Akdimel, dann ist gut, aber der hat mir irgendwie genannt Ayri oder was? Hat der genannt Ayri. Hab ich noch nie geholt. Und der andere hat mir genannt, ich soll mal bitte die Biege machen, ich sei ein Köpek oder was? Köpek. Köpek, ich kenne Köpek nicht. Das, ist das dachte ich hoch, aber das werden die nicht kennen. Die werden ja nicht mal kennen, wo die wohnen. Das können die ja nicht aussprechen. Da fehlen ja diese lustigen Zeichen oben drauf, war in unserer Sprache. Ich sag mal, das ist wie, als wäre da einer mal in der Tinte mit einem Cremefüßchen und sich da irgendwie ausgetobt über die Schrift. Ich finde das ja auch, ich finde das zum Schießen. Ich finde das verschärft, das zeigt dir. Weißt du, wie ich das finde? Ich finde das fast schon sittenwidrig. Ich finde das sind richtige Sittensträuche, die sich da rumtreiben. Ja, ja, das verstehe ich nicht. Ich verstehe, aber in diesem Land verstehe ich schon seit Jahren ja nicht mehr. Also, weißt du, mittlerweile kannst du dich scheinbar in deinem eigenen Haus nicht mehr irgendwie, kannst du nicht mehr wohlfühlen. In meinen eigenen vier Wänden bin ich irgendwie ein Fremder, habe ich keinen Bock mehr drauf. Du, ich sag dir auch, wie das ist, ich mach mir das jetzt immer mehr zum Spiel und Spaß. Ich geh früh morgens direkt aufstehen, wa? Dann dreh ich mir erstmal schwarze Krauser ohne Filter, mach ich mir einen Kaffee, hier Instant-Kaffee, dann setz ich mir ein Fenster und dann mach ich erstmal mein Lieblingsspiel Kopftücher zählen, das hab ich mir neu entwickelt. Kicki Kicki aus dem Fenster, du glaubst dir, was mein Highscore war. Du, mein Asthma wird gerade so schlimm. Ich habe ja ernst schnappige Atmung, jetzt tut mir leid. Ja, kannst du mal, wo das herkommt. Das hast du ja wahrscheinlich auch nicht, seit du geboren bist, das Asthma. Ja, du, das war ein falscher Sprecher, hast du ja gerade relativ. Ja, hab ich ja die Verbindung gezogen, wa? Nee, ich hab das
ich hab das relativ genau, seitdem die uns da diese komische Suppe da gespritzt hatten. Ja, ja, Dick macht da nicht mehr mit. Naja, ist ja auch egal. Wie dem auch sei, war jedem das Seile. Und nee. Und die ganze Geschichte war, dann saß ich am Fenster und Heike ein paar Kopftücher erzählt, ja klar. Mensch, muss ich mal kloppen kommen auf deinen Rücken oder was? Boah, das ist ganz fest. Da ist das hinten drin, Schleimhaut. Du wirst nicht wissen, was der Highscore war. Du sag mir das mal bitte ernst schnell und dann lass uns doch mal über was anderes sprechen. 127 war das. Mhm. Da kannst du ja mal wissen. Weißt du, wie viele Kinderwagen ich gesehen habe? Fünfe. Fünfe. Die kriegen Angst, die trauen sich nicht mal zu spazieren, die unsere Eltern, wa? Die junge Eltern, wa? Ja, ich kenne, ja, wir haben ja so viele bei uns in der Generation. Und mich wundert das auch total. Die trauen sich nichts mehr. Das kann ich auch verstehen, will ich auch nicht machen, weißt du? Das ist ja verrückt, das ist ja gut, das ist ja finster, ist das ja. Ich mach ja nichts mehr, ehrlich gesagt. Also, halte mich ja relativ bedeckt mittlerweile, weil mir das halt einfach zu blöde wird. Ja, wird mir auch zu blöde, wird mir zu bunt. Zu bunt ist richtig gesagt. Mir wird das zu grün, ehrlich gesagt. Ja, das kannst du laut sagen. Das ist mir viel zu grün und viel zu wenig zu blau. Das zeig dir gleich. Aber das Cap-Problem kennst du ja. Du. Nee, alles gut. Sorry, hast du einen Witz gedacht? Ich hatte gerade einen Einfall, aber ich glaube, das ist jetzt nicht hier für uns. Was hast du denn für einen Einfall gehabt? Nee, das ist wirklich nicht für uns. Ich hatte gerade einen ganz witzigen Einfall, aber das müssen wir mal in einem privaten Rahmen vielleicht irgendwie diskutieren. Persönlich mal, ohne Strom. Lass uns doch mal, ja, mir ist das irgendwie mit die Leitung gerade, ich fühle mich ein bisschen eingeschränkt. Ja, das verstehe ich. Nee, das kann ich verstehen. Das kann ich mir verstehen. Ich wollte dir nochmal fragen, wie es bei dir auf der Arbeit läuft. Du hattest ja jetzt hier gewechselt, die Stelle. Naja, nachdem, also ich sag mal so, nachdem dieser... Bei diesem Vorfall da, ne? Ja, genau. Ist das eigentlich, das ist ja vor Gericht gegangen, ne? Wie meinst du? Das ist ja dann, du bist doch vor Gericht mit der Nummer. Ich bin vor Gericht gegangen, das hat mir ja nicht ausgezahlt. Da musste ich ja erstmal Insolvenz anmelden. Nach dem Fall haben wir halt ausgezogen, die Türken. Wie war... Wie war denn das nochmal konkret? Ich müsste mir nochmal kurz in Erinnerung rufen. Das war die Nummer, du hattest... Das war auf Arbeit, ne? In der Kantine. Ja. Und du hattest einfach eine von die Mädels da, hattest du ein Kompliment gemacht, wa? Genau. Ne, ich hatte... Das war ja, also ich habe ja in der Schulkantine gearbeitet, wa? Genau. Ja. Ja, erzähl das ruhig nochmal. Naja, so wie das war, ich war in die Kantine am Arbeiten, das war irgendwie, das war die dritte Woche oder was erst. Und ich. Ach, so früh war das, okay. Ja, das war jetzt, ja, es war schneller am Anfang. Und bei uns, die blöde Schule, das war ja eigentlich mal ausgesucht, das wurde mir ja zugeschrieben mit die Sozialstunde und was von den anderen Vorfall von letzten Jahr. Und wir hatten so einen lustigen Banner da vorne in der Schule. Das war mal ganz kurz, bevor wir da reingehen. Ja, das war Mord. Das war Mord. Aber das ist ja, das hat sich ja nicht ausgezahlt damit. War ja scheiße. Du hast ja, wir haben das ja verkackt mit meiner erste Püppi. Ach, das Ding. Das ist ja aufgeflogen denn. Naja, und dann war das so, die hatten ja bei uns vorne in der Schule so einen lustigen Banner, da stand irgendwie drauf, so ein Schwatt-Weißer, war das ja, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da wollte ich ja schon mal erstmal ja nicht hin. So, dann war das so, die haben sich da einmal in der Woche so einen lustigen Einfall gemacht. Das war irgendwie, wie ist denn das? Andere, ich weiß ja nicht mehr, was das war. Gerüchte, das hieß so, Gerüchte und Gerüche. So hieß das. Gerüchte und Gerüche. Und Gerüchte gibt es ja viel über die Ausländer, sag ich mal. Gerüche auch, wa? Ne? Aber war dann auch so. Andere Länder, andere Titten, wa? So ist das. So ist das. Das ist das Einzige, was in anderen Ländern gut ist. Naja, und dann war der Tag der anderen Kulturen war das, und ich stand dann da an der Kantine. Und dann hatten da die anderen Kulturen, möchte ich es mal jetzt hier sagen, in die Strippe. Die anderen machen Kulturen. Wir mal in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, genau. Das Ding, ne? Wir verstehen uns ja beide. Und dann musste ich da aushändigen, nicht nur unsere schöne Bratwurst, sondern auch hier, wie hieß das von Türken da? Balaklava hieß das. Balaklava. Genau. Und das war so ein Blätterteig, so ein Mist mit Pistazien und die ganze Scheiße. Muss ich denn da rausgeben? Da war ich schon abgelenkt und dann war ja dieses eine geile Mistschwein da mit mir. Hatte ja Schicht mit mir. Ja, das geile Stück Müll mit dem geilen Arsch halt. Ne? Die geile Stück Müll mit dem geilen Arsch, Birgit. Die hatte Schicht an den Tag. Und das war, ich hab das, also ich sag mal so, ich weiß mir nach wie vor nichts einzuschulden. Dieses Mutterschiff war das, ne? Genau. Das war echt, das war ein richtiger... Das war wirklich eine gebärfreudige Frau. Ich hab richtig...
Ich krieg Tinte aus dem Füller, wenn ich daran denke. Ja, mein Stift malt schon fast. Es ist verrückt. Also, ich bin schon am Schreiben. Ja, die hat ja schon Milcheinlagerung von Jahren. Das ist ja verrückt, was die alle auf. Also, was die auf die Waage gebracht hat, auch nur durch die Milch, das will ich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Die damit sie rumgetragen hat, das wird ja nicht ausmachen. Das war wirklich heiße Ware, sag ich mal. Naja, auf jeden Fall hat die mir dann so ein Zeichen gegeben, war. Und ich dachte, das ist jetzt meine Chance, sag ich, geh auf den Arsch gehauen. Und ja, dann hat sie sich, na, ich sag mal so, die hat sich dann ein bisschen albern gehabt, war. Hätte sie ja nicht machen müssen, ey. Ich hör dir nicht, ich hör dir ganz schlecht gerade. Ich glaube, die haben uns. Bist du da? Ich höre dir, hörst du mir wieder? Ja, ich höre dir, Alles klar, Altkärchen. Pass auf, ich habe gerade schon empfangen, weil ich bin im Keller gerade. Ich hatte mich an die Maschine angeschlossen, ich meine. Hast du die angestöpselt? Nein, ich hatte mir da diesen Abmelkroboter gebaut. Ja. Weißt du, diese Glory-Hole-Geschichte, weil ich das mal. Nee, ich weiß, was du meinst, ja. Wie war das denn? Du hattest sie im Jagen, hattest du sie getroffen und hattest ihr dann diesen Spitznamen gegeben. Ja, genau. Pass auf, ich wähle mir nochmal neu ein über eine andere Leitung, wa? Ich wähle mir nochmal neu ein. Icke auch. Ich glaube, das ist jetzt hier eine andere Einwahl. Jetzt immer noch irgendwie. Irgendwas funkt da noch zwischen. Ich hab nichts bei mir. Alles gut, sag mal was. Alles gut. Alles klasse. Ja, haben wir gut weiter im Text, bitte. Alles klar. Naja, dann hat die mir völlig an Geistert angekiekt und ich dachte mir so, jetzt ist es soweit. Jetzt geht die hier direkt auf ihr Knie und fängt an zu tuten, wa? War nicht so. Heik mir in ihr gefangen. Ja, da hast du die angezeigt, wa? Ja, natürlich hab die angezeigt. Das ist ja Belästigung, ist das ja. Ich hab mir in ihr geklebt. Weißt du, ich meine, da muss sie sich ja nicht so anziehen mit ihr hautenge Latex da. Also in der Arbeitskleidung war das denn nicht. Das war für mich, war das ein ganz eindeutiger Aufruf, die mal zu sagen, was die für schöne Möpse hat. Vielleicht mit ein bisschen, klar, ich hätte jetzt nicht sagen müssen, geile Titten oder was. Aber mir war gerade nach danach und die hattet ja auch irgendwie, ich hab das gesehen in ihren Mistblick. Die hättet ihr wollt. Du, ich finde, das müsste auch rechtskräftig sein, eigentlich so eine Begründung. Ja. Wenn du das so wahrgenommen hast. Dann ist das doch Erklärung genug. Naja, das ist doch wohl, also naja, vor allem, also ich weiß nicht, zu was die denn jetzt kommt, so ein Gericht, aber ich meine, es ist ja, ich habe ja die Bilder, die ich ja auf mein Handy keimig gemacht habe, in Gang von ihren Arsch. Da sieht man ja ihr Outfit. Das ist ja, das erkennt ja jeder Richter, was das für ein Zeichen ist. Ja, und da gibt's doch dieses eine Bild, da kriegst du eine Kamera, also das ist ja ein Fotoshooting gewesen. Naja, klar. Ich verstehe voll. Nee, also das passiert. Du kannst mir doch als guter Freund, würde ich mir wünschen, wenn ich da falsch lag, sag mir das gern. Aber ich erkenne da keinen Fehler. Nee, ich bin ja total aufgeweckter Typ. Ich achte da ja auch auf alles mittlerweile. Naja, klar. Ich sehe ja keinen Fehler bei dir. Ich glaube ohne. Da finde ich schon brachial, dass die mir da inne langt. Nee, das ist nicht, also ich finde, das ist einfach mal. Das ist ein Kaliber zu viel. Das ist super. Verzeihung. Gesundheit. Naja, schön. Du bist ja wach. Du bist mir eher. Nee, das ist einfach an einer ganz falschen Stelle irgendwie angedachte Geschichte. Das muss bestraft werden. Du bist immer gerade durchs Leben gegangen und hast dir nichts zu Schaden kommen lassen. Hast einfach mal irgendwie 35 sein lassen und dann. Irgendwie hat eine Püppi gesagt, was du findest. Naja, und das ist ja, also ich hab das Gefühl, also jedenfalls unsere, das ist ja wirklich ein. Die ist ja rein rassig, sag ich mal. Die Birgit. Und da dachte ich mir, also wenigstens, dass die das vielleicht irgendwie erkennt. Dass sie das einordnen kann, war, aber mittlerweile kannst du ja nicht. Das kannst du ja, also ich sag dir, wie das ist, ich halte mich fern jetzt von der Frau. Nee, ich würde sagen, wir kriegen uns die nochmal vorzubereiten. Meinst du das jetzt? Nee, jetzt im sexuellen Sinne. Meinst du, die ist so eine Sau? Das ist eine Drecksau, das merke ich. Das ist so, was die da jetzt mit dir abzieht, das ist so ein Hard-to-Get-Spiel, weißt du? Ach so, meinst du? Ja, das ist ein kleines Schauspiel. Das ist so, na, ich kicke mal, wie weit ich gehen kann. Und ich glaub, die weiß ganz genau, was sie will und das bin ich. Und wenn ich der blau mache, dass du von gutem Kaliber bist, dann glaube ich, wird die schwach. Glaube ich auch. Glaube ich auch. Du musst mir nur versprechen, dass wir die Dreilochstute denn ordentlich mal bespielen. Ja, ich würde sagen, die Flöte, da wird aus jedem Loch gepustet. Glaube ich auch. Ich brauch, du darfst das mal, du, weißt du was, ich überlasse dir das vaginale Massaker. Ich würde mir am oralen Armageddon versuchen. Gut, dann haben wir erstmal einen Schlachtplan, ne? Da haben wir erstmal einen Plan, wie wir die bespielen, die Stute. Der Zuchtbulle. Gut, dann, Weißt du dir vorher nochmal so ein Gummiballon über den Pisser und dann Abfahrt? Das braucht man gar nicht bei der. Ich weiß das. Ich hab die Packung gesehen. In ihrer Handtasche. Hab ich mir auch gekiegt. Gut, dann lassen wir das. Dann machen wir einfach eine Unbehandlung. Im Endeffekt ist das ja nicht unser Problem. Im Endeffekt ist das ja nicht unser Problem. Ende der Target. Ja, das stimmt wohl, ja. Ne?
Am Ende musst du dir damit selber was machen, wa? Naja, genau, so ist das. So ist das, ja. Ich hab ja auch keine Verpflichtung mehr. Also notfalls gehe ich in den Flieger, oder was? Ich würde sagen, das können wir mal für das nächste Mal anpeilen. Ich muss jetzt mal hier meine Session zu Ende machen. Ich bin jetzt schon kurz vom, Klimax. Aber wir können ja mal diesen geilen Mallorca-Trip, den wir geplant hatten, da. Du weißt, was das machen wir. Aber diesmal, du darfst ja nicht von den Helmut da wieder was andrehen lassen, da, die Silvester-Cracker oder wie die alle da sind. Weißt du? Nee, lass mich nicht mehr aufschwatzen. Wir machen das relativ autark, da will ich sagen. Wir gehen da durch und wir haben unsere Mission, wa? Gut, großer, ne? Wir hören voneinander. Ist das gewesen jetzt? Ja, ich hab wohl gerade wieder das letzte Kacktotal rein. Das war das, wa? Du, pass auf, ihr habt dich wohl, wa? Denn wir hören. Wir hören. Ciao, ciao, ciao. Ach, wirklich ein grandioser Kerl. Ich glaube, das war bis jetzt die schlimmste Session, die wir hatten hier. Das war, glaube ich, die schlimmste Session, die wir hatten, Bro. Das war wirklich skandal-worthy.